in die Gänge, Sheldon. Rico, du besorgst das Flugzeug. Luch, du wartest. Okay, Rico, Luch, ihr kennt euch bereits? Ja, wir haben mal zusammengearbeitet. Kurz. Ihr Luch. Ja, sehr kurz. Seelensicht. Ey, ist das wirklich der beste Plan, den wir haben? Ich fürchte, ja. Wir haben nur einen Versuch. Wenn du das Flugzeug verlierst, gibt's kein Superboot. Sheldon, was weißt du über dieses Flugzeug? Muss ich mit einem Empfangskomitee rechnen? Nein, keine Sorge. Hab ich dich. Das ist nur ein stinknormales Flüchtflugzeug. Die werden sich in die Hose scheißen. Angst. Normales Frachtflugzeug, Sheldon. Was? Wie zum Teufel? Rodriguez, mach schon, wirf die Fracht ab! Fliegendes Boot. Das sieht man auch nicht allzu oft. Ich hab das Boot. Du wirst es lieben, Luch. Hier, Luch. Das ist gut. Aber ich hab immer noch keine Waffen. Wo bleiben die Waffen? Ich arbeite dran, Lucianov. Habt ihr Russen überhaupt keine Geduld? Denkst du, ich schüttle geheime Hightech-Waffen aus dem Ärmel? Halt einfach den Ball flach, bis ich weiß, wie ich sie dir besorgen kann. Ich melde mich wieder, wenn ich alles habe. Sheldon out. Annika, was jetzt? Zugangscodes. Die schwarze Hand hat den Stachelrochen abgeriegelt. Mein Team hat einen Sicherheitsoffizier der schwarzen Hand aufgespürt. Ihr seid ja ziemlich fleißig. Das Ziel ist im Moment auf dem Festland, ist mit einem Konvoi unterwegs. Ich habe einige meiner Jungs zur Unterstützung hingeschickt. Besorgt ihr die Zugangscodes und sieh zu, dass niemand entkommt. Speziallieferung für einen Mr. Luch? Mein Team ist schon in Position. Wir warten nur auf dich.
Pilot ist perfekt. Hey, Looch, warum machst du das? Hier, Looch. Dima hat immer von dir geschwärmt, Rodriguez. Sie sagte, du würdest etwas bewegen. Deshalb hat sie mich gebeten, dir in Vigilator zu helfen. Ihr kennt euch schon länger? Hier, Looch. Wir haben in derselben Einrichtung gearbeitet und wurden Freunde. Dann habe ich ihr geholfen, vor Dira Vello zu fliehen. Das war gute Arbeit, Looch. Tja, ich bin der wohl am seltensten besungene Held der Erde. Ich arbeite selbstlos hinter den Kulissen, damit Rico Rodriguez immer gut aussieht. Ich habe ein paar Waffen für dein Boot besorgt und bei deinem Freund Looch abgeliefert. Ein lustiges Team hast du da. Sheldon, falls du mich überzeugen willst, dass du verlässlich und vertrauenswürdig bist, so viel Zeit haben wir nicht auf dieser Mission. Oder auf irgendeiner anderen. Deiner Position. Bring ein paar Sprengsätze an der Brücke an und zünde sie auf mein Zeichen. Wenn sie in der Falle sitzen, greifen wir an. Achtung, Rico. Und? Jetzt! Wir haben's vermasselt, Rico. Alles klar, es geht los. Der Konvoi nähert sich deiner Position. Bring ein paar Sprengsätze an der Brücke an und zünde sie auf mein Zeichen. Wenn sie in der Falle sitzen, greifen wir an. Thank you.
Das waren alle. Wo sind jetzt die Codes für den Stachelrochen? Woher soll ich das wissen? Such nach einem Koffer oder so. Koffer. Alles klar. Gut, ich muss los. Ich muss für Phase 2 ein Boot der schwarzen Hand klauen. Sheldon erklärt dir alles Weitere. Sheldon hier. Du musst zum Trockendock der schwarzen Hand. Dort findest du was, was du ihm garantiert stehlen willst. Also, in diesem Trockendock bestücken sie ihre Boote mit elektrischen Feldgeneratoren. Hör zu. Wenn ihr in den Stachelrochen wollt, ist der Atmosphärenmodulator der Eden Corporation das eigentliche Problem. Nach dem Debakel mit diesem Sturm gab es irgendein elektrisches Phänomen, eine Differentialentladung oder so. Jedenfalls spielt das Blitzding seitdem total verrückt. Das heißt, wenn man zu nah rangeht, wird man gegrillt, hä? Was ist mit der schwarzen Hand? Schön, dass du fragst, Hombre. Schaff einen dieser Generatoren auf dein Boot und dann kommst du an den Stachelrochen ran, ohne geröstet zu werden. Ah, die Generatoren heben das elektrische Differential also auf und verhindern, dass sich der Atmosphärenmodulator auf ihren Booten entlädt. Verstehe. Okay, Sheldon. Was springt für dich dabei raus? Der Stolz, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, Hombre. Ich bin hier, damit diese Waffe nicht in die falschen Hände gerät. Du kennst mich doch. Ja, ich kenne dich. Ich mach das hier nicht für diese schwedische Möchtegern-Piratin. So viel steht fest. Mir ist scheißegal, für wen du es machst. Wir haben alle unsere Gründe. Trockendock, mit ein paar Freunden. Alles klar. Sieh zu, dass die schwarze Hand nicht erfährt, was wir vorhaben. Verstanden.
bin am Trockendock. Mit ein paar Freunden. Alles klar. Sieh zu, dass die schwarze Hand nicht erfährt, was wir vorhaben. Verstanden. Wie bringe ich das Teil jetzt zu euch? Ist ziemlich groß. Einer meiner Leute kommt mit einem Helikopter. Dir fällt schon was ein. Hier, Luch. Häng den Generator mit deinem Hakengerät an den Helikopter. Ist robust genug. Generator mit deinem Hakengerät an den Helikopter. Ist robust genug.
den Generator mit deinem Hakengerät an den Helikopter. Ist robust genug. Bestellt ein elektrischer Feldgenerator. Nicht schlecht, Rodriguez. Und was hast du so getrieben? Nicht viel, habe ein Boot der Schwarzen Hand requiriert. Noch eins? Das Raketenboot ist zu auffällig. Es wurde gebaut, um Chaos zu stiften. Das hier ist das Rico-Boot. Aber um reinzukommen, brauchst du ein anderes. Ein trojanisches Pferdeboot. Gehört alles zum Plan, Rodriguez. Hier, Lutsch. Das Raketenboot ist fast fertig. Ich brauche mehr Zeit. Ach ja, ich hab dir einen dieser Sprachmodulatoren der Schwarzen Hand besorgt. Ha, das wird witzig. Ziel neutralisiert. Schon wieder? Das war dein Geschütz. Lass mich sehen. Okay, versuch nochmal. Gut, alles erledigt. Und wie sieht's aus, Lutsch? Du hast ein Hochgeschwindigkeitstriebwerk, eine Steuerung für bessere Wendigkeit und natürlich Raketen. Jetzt fehlt nur noch ein cooler Name. Es ist ein Boot mit Raketen. Wie wär's mit Raketenboot? Wie wär's mit... Warte. Die Luchador. Okay, fahren wir zum Stachelrochen und finden raus, was die Schwarze Hand plant. Toller Plan. Wenn du sterben willst. Was hat sie gesagt? Sie sagt, fahr vorsichtig. Hey, du kennst mich doch. Sheldon, willst du dich hier einklinken? Also, wir wissen Folgendes. Es gibt 5 Satellitenstationen rund um den Stachelrochen, alle schwer bewacht von der Schwarzen Hand. Keine Ahnung, wie sie funktionieren, aber sie dienen als Sicherheitssysteme für den großen Atmosphärenmodulator auf der Basis. Wenn wir ihre Daten nicht kriegen, wird jedes ungeschützte Objekt in ihrer Nähe... Volltreffer! Und wie ist der Plan? Nimm das Raketenboot und zerstör diese Stationen. Danach beginnt die eigentliche Arbeit. Du meinst mit der Luchador? Kein Problem. Hey, Luch, was ist in der Kiste? Na.
Versucht nicht, mich aufzuhalten. Bürger, Sie befinden sich auf Sperrgebiet. Ziehen Sie sich umgehend von hier zurück. Sie sich auf Sperrgebiet. Verschwinden Sie. Alle Einheiten hierher. Ich wiederhole. Alle Einheiten hierher. Willkommen im Funkloch. Zentrale. Das Ziel ist immer noch da draußen. Findet ihn.
Bürger, wenn Sie nicht gehen, muss ich Sie eliminieren. Volltreffer. Herr, bitte Unterstützung. Wir haben Feindkontakt. Alle verfügbaren Einheiten hierher. Bürger, identifizieren Sie sich oder kehren Sie auf der Stelle um. Uns liegen Berichte über Kampfhandlungen vor. Alle Einheiten hierher. Die nehme ich mit. Kollateralschaden.
besser aussteigen. Schon, Rico. Wollen mich hier wohl nicht. Attackiere Zielperson. Alle Einheiten hierher. Schwerer Fehler, Jungs. Feindaktivität. Alle Einheiten hierher. Einheiten in Alarmbereitschaft. Sichtkontakt wiederherstellen.
Deckung ist unterwegs. Durchhalten, Bodenteam. Das müsste reichen. Hey, kriege ich ein Autogramm oder einen Tandemsprung? Komm schon, Rico, lass das! Hey, Rico, du bist mein Held. Aus dem Weg!
Hier bin ich. Verschwinden Sie! Helikopter am Anflug. Ich wiederhole. Helikopter am Anflug. Thank you.
Ich bin nicht mal ins Schwitzen gekommen. Bezüglich der Auswirkungen der Basis Porto Cavo auf die Erosion der wunderschönen Küste von Medici hat unser Anführer beschlossen, die Basis komplett zu entsorgen. Man könnte fragen, ob diese sorgfältig und bedacht kontrollierte Zerstörung auch einmal ein Ende findet. Wartet es ab. Thank you.
Thank you.